Man kann ja vorstellen, dass es natürlich viel weniger Leute zurückschreiben, als die, die es wirklich sehen. Aber ich möchte nur zwei Dinge nennen. Es haben sich einmal zwei Studierende aus Berlin. Berlin hat ja immerhin drei Hochschulen und die sind ja relativ bekannt. Und die schrieben mir, ja, vielen Dank für Ihre Vorlesung. Wir finden an den Berliner Hochschulen keine einzige Einführung in die theoretische Philosophie, die uns passt. Und bei Ihnen kriegen wir genau das Richtige. Und das ist eine Riesenfreude, zwei Studierende, glaube ich, im dritten oder vierten Semester. Und dann bekomme ich relativ viel Zuschriften per E-Mail natürlich von älteren Leuten, die dann sagen, ja, jetzt habe ich mich 30 Jahre mit Philosophie beschäftigt und endlich kriege ich mal eine Überblicksvorlesung. Oder am meisten freut mich, ich habe mit einem Künstler jetzt sehr engen Kontakt, der schrieb mir, dass er eine Ausstellung macht, dass er sehr viel malen muss und ein halbes Jahr lang gemalt hat und während dieser Malperiode meine Vorlesung dreimal sich angehört hat. Das heißt, Sie haben dann Einschlag gefunden in den Bildern. Ich habe dann auch als erstes gesagt, ja, hoffentlich schadet es Ihrer Malerei nicht, dass Sie meine Vorlesung. Der meinte er aber nicht. Und mittlerweile bin ich wirklich mit dem befreundet. Ich werde in einem Jahr eine gemeinsame Lehrveranstaltung mit ihm machen und mittlerweile hängt ein großes Bild von ihm bei mir zu Hause. Wie sehen Sie grundsätzlich die Einstellung zu Medien und Lehre? Ja, ich finde das toll und das sehe ich auch aus den Zuschriften, die ich bekomme, weil man hier ein Bildungsangebot kriegt, gratis, autonom nutzbar. Es tut der Leibniz-Universität gut. Ich meine, das macht die Leibniz-Universität bekannt. Es zeigt, dass die Leibniz-Universität Wert auf Lehre legt, dort eben auch bereit ist zu investieren, um solche Dinge öffentlich zu machen. Und wenn die Vorlesung dann gut ist, ist das natürlich eine unglaubliche Verbreiterung. Verbreiterung, die der Uni gut tut und allen, die sie nutzen können und wollen, natürlich auch.